Hi, ich bin's wieder. Heute schauen wir uns ausnahmsweise mal kein Event an, sondern schauen uns ein Videotutorial zum Thema Digital Painting an. Das mehrteilige Tutorial ist von keinem geringeren als Alexander Raffel, seines Zeichens Head of Art bei InnoGames. InnoGames sitzen in Hamburg und sind unter anderem für Spiele zuständig wie Forge of Empires oder Tribal Wars. Dieses Videotutorial soll euch einen kleinen Einblick daran geben, wie unser Unterricht aussieht und euch schon mal einen Vorgeschmack darauf geben, was wir alles im Unterricht lernen. Denn Alexander Raffel ist nicht aus irgendeinem Grund Macher dieses Tutorials, er ist bei uns an der Schule Dozent für Digital Art. Das Tutorial soll euch in vielerlei Schritten durch den Prozess eines digitalen Concept Arts führen und euch schon mal im Ansatz zeigen, wie nur ein einziges unserer vielen Artfächer an der Schule aussieht. So, ich habe genug gesagt, ich überlasse jetzt Alexander Raffel die Bühne und viel Spaß bei diesem Videotutorial. Hallo zusammen, mein Name ist Alexander Raffelt. Ich werde mit euch den Digital Painting Kurs gestalten und vielleicht mal Worte zu mir erstmal am Anfang. Ich bin seit mittlerweile über 10 Jahren in der Gaming-Branche präsent. Das bedeutet, dass ich erstmal auch studiert habe ganz normal und immer schon vom Thema Concept Art sehr begeistert war. Ich bin der Ansicht, dass ein breites Aufgestelltsein im Feld Concept Art wichtig ist, egal ob es sich um Character oder Environment dreht. Deswegen wird der Ausblick auf den Kurs sehr umfangreich sein. Das bedeutet, wir werden alles anreißen, wir werden alles genau betrachten. Generell kann man davon ausgehen, dass der Kurs, den ihr jetzt mit mir zusammen erleben werdet, in 3 grobe Teile aufgeteilt ist. Der erste Teil beschäftigt sich allgemein mit Photoshop, aber auch sehr viel mit Designtheorie, was bedeutet, wie gehe ich mit Values um, wie benutze ich Farben richtig, welche Entscheidungsmöglichkeiten habe ich mit Farbe umzugehen. Das bedeutet, dass ich einerseits den künstlerischen Umgang mit Photoshop lerne, auf der anderen Seite auch natürlich den technischen Umgang. Ich werde Shortcuts lernen, ich werde lernen, welche Shortcuts sinnvoll sind und welche einfach überflüssig sind. Und ihr werdet auch lernen, euren eigenen Weg zu gehen in Photoshop. Der zweite große Teil wird sich dann damit auseinandersetzen, wie ich in Photoshop sehr detailgetreu und mit sehr viel Aufwand den Charakter gestalten kann und immer wieder auf der sicheren Seite sein kann, den Charakter nachhaltig zu verändern, auch in späten Stadien. Der dritte und letzte Teil wird sich damit auseinandersetzen, wie ich mit verschiedenen schnellen Techniken Landschaften, Environments und Moodboards erstellen kann, aber auf einer ganz anderen Art und Weise, als wir den Charakter erstellt haben, also weniger Detail, weniger Vorzeichnung, eher intuitives Arbeiten, um einfach die Möglichkeiten aufzuzeigen, wie ich Photoshop exakt benutzen kann und so tailern kann, dass es meinen Maßstäben auch genügt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausblick und letzten Endes auch beim Kurs. Kommen wir jetzt zu 2 wichtigen Themen innerhalb des Digital Paintings, nämlich Values und Chroma. Ich verwende diese beiden englischen Begriffe, denn die englische Sprache ist in dem Bereich, wo wir arbeiten oder in dem sich Digital Painting bewegt, die wichtigste. Und diese beiden Begriffe werden euch immer wieder begegnen und werden auch immer wieder von entscheidender Rolle sein. Was sind die deutschen Entsprechungen für diese Begriffe? Values ließe sich am ehesten noch mit Wert oder vielleicht Graustufe noch am besten übersetzen. Chroma am ehesten mit Farbigkeit oder Sättigung. Die Begriffe im Deutschen sind tatsächlich ein bisschen schwankend, daher bevorzuge auch ich es, lieber die normalen englischen Begriffe zu nehmen. Die meisten Leute wissen, was gemeint ist, wenn darüber geredet wird. Ihr werdet es jetzt auch gleich wissen nach dem Workshop. Dennoch bedarf es einiger Erklärung, weil es immer wieder zu verwirrenden Aussagen kommt. Als Kind haben wir gelernt, auf unserem weißen Blatt, mit unserem Pinsel und dem Tuschkasten, aus dem Farbtopf zu wählen und unserer Fantasie freien Lauf zu lassen. Ich male eine Landschaft, der Himmel ist blau, die Sonne ist gelb und mein schwedisches Ferienhaus natürlich knallrot mit den dazugehörigen weißen Balken. Perfekt. Um das Ganze noch ein bisschen zu betonen, gibt es noch ein paar schwarze Konturen. Meistens hatte damals die Sonne noch ein kleines Gesicht.
und sie war ordnungsgemäß am oberen linken Bildrand angebracht. Natürlich haben wir uns dann weiterentwickelt, beziehungsweise die Leute, die immer noch am Painten interessiert waren, und haben gemerkt, hey, es gibt Abstufungen in meiner Welt. Der Rasen ist nicht immer gleich grün, der Himmel ist nicht immer gleich blau. Ich versuche mal, meinen Rasen ein bisschen zu differenzieren, ein paar dunklere Bereiche hinzuzufügen. Man will ja schließlich irgendwie den Rest abheben und nicht immer wieder die gleiche Chose malen. Auch der Himmel, habe ich gemerkt, hat verschiedene Blautöne. Vielleicht ist es hier in der Sonne einfach ein bisschen heller. Und irgendwie habe ich auch gelernt, dass wenn Sachen im Schatten stehen, man dieselbe Farbe vielleicht ein bisschen dunkler zeichnen sollte oder dunkler malen sollte. Auch das Dach kann ruhig ein bisschen dunkler sein. Ich habe also gelernt, dass verschiedene Farbtöne, verschiedene Farbklänge auch abbilden können. Im Verlauf meines weiteren Zeichnerlebens oder vielleicht auch in eurem Malerleben bzw. Zeichnerleben habt ihr gemerkt, dass ihr diese Abstufung immer feiner fortführen könnt. Ihr könnt immer mehr Zeit darin verwenden, Farbtöne so abzugleichen, dass ihr wirklich zarte Übergänge hinbekommt und euer Bild vielleicht dementsprechend auch mehr an Realismus gewinnt. Am Ende ist es vielleicht so, dass ihr euer Bild mit perfekten Abstufungen gestaltet habt, aber ihr dennoch merkt, dass es immer noch ein wenig flach ist und immer noch dafür und immer noch einfach das Problem herrscht, dass obwohl ihr so viele Farben habt, keine Räumlichkeit ins Bild reinkommt. Eure Welt, eure Charakter, eure Figuren sehen vielleicht immer noch wie Abziehbildchen aus. Und das liegt daran, dass ihr euch vielleicht mit dem Thema Values noch nicht auseinandergesetzt habt. Was sind denn nun diese verrückten Values? Oftmals seht ihr vielleicht bei Digital Painting, dass sich bestimmte Artists wie so eine Art Farbflecken aufs Bild machen, aus denen sie immer wieder Colorpicking betreiben. Und daraus ihre Values, ihre Graustufen fürs Bild rauszuziehen. Ich habe das mal exemplarisch an diesen Tönen hier demonstriert. Auf diesem transparenten Photoshop-Hintergrund mit diesem Schachbrettmuster verliert sich das Ganze ein wenig. Deswegen dieser graue Hintergrund mit ca. 30% Grau. Ihr könnt es genau berechnen, indem ihr hier auf Farbfeld klickt und bei Key dieses K hier, das K steht für Schwärze, Key Tiefe, 30%. Und alle anderen Farben auf 0%. So könnt ihr genau kontrollieren, was für einen Grauwert ihr habt und wie ihr eure Fläche füllen wollt. Ich habe dieses Spektrum an Grauwerten, die mir sagen, das ist der dunkelste Bereich, das ist der hellste Bereich in meinem Bild. Die Werte, die Values. Ich bin nun in der Lage zu bestimmen, wie tief, wie viel Key ein Objekt sein soll innerhalb meines Bildes oder wie hoch mit dem Weißanteil etwas sein soll. Ein Highlight. Ein Hochlicht, wenn man es jetzt genauso übersetzen wollen würde auf Deutsch. Alle anderen Werte sorgen dafür, dass meine Objekte oder je nachdem, egal was ich painte, eine gewisse Tiefe besitzen auf mein Bild. Ich bin mit diesen 5 Werten in der Lage, plastische Bilder zu schaffen, die Räumlichkeit haben, die eine Gewichtung haben und die dafür sorgen, dass die Textur oder die Fassbarkeit dessen, was ich painte, auch später wirklich glaubhaft ist. Es ist durchaus möglich, ein Bild zu gestalten mit diesen 4 Grundtönen und ich dennoch immer sicher sein werde, egal was für eine Farbigkeit ich danach drauf gebe, dass mein Objekt glaubhaft aussieht. Dazu habe ich was Kleines vorbereitet. Diesen Apfel habe ich in ein paar Minuten gemalt in Photoshop. Er ist relativ glaubhaft. Es ist ein echter Apfel, den ich jetzt nachher gleich verspeisen werde. Es ist aber so, dass er mir vorher als Model dienen musste, einfach nur zu demonstrieren, was ich mit Values meinte. Ich habe den Apfel zuerst in seinen reinen Graustufen gemalt. Ich habe versucht zu analysieren, wie die Values des Apfels sich zusammensetzen. Ein Großteil der Values
dieses Apfels ist ein mitteldunkles Grau. Man spricht vom Mittelton. Mittelton ist der Fachbegriff von dem Value, der am meisten in dem Bild vorherrscht. Die Dunkelheiten beherrschen in diesem Bild einen relativ kleinen Teil. Die mittleren Helligkeiten einen etwas größeren Teil. Und insgesamt zusammengenommen die Highlights kaum mehr als der Schwarzanteil. Mit diesen Values bin ich in der Lage, natürlich auch mit kleineren Übergängen, das will ich jetzt gar nicht verheimlichen, aber im Grunde genommen mit diesen wenigen Values bin ich in der Lage, diesen Apfel zu modellieren und so glaubhaft darzustellen, dass ich meinem Betrachter sagen kann, hey, hier unten ist der Schattenbereich, man sieht, dass der Apfel auf einer Oberfläche liegt, man sieht, dass er ein räumliches Volumen hat, dadurch, dass ich hier Highlights einfüge, dass er vielleicht auch noch seine Unter- und Oberfläche reflektiert. Und danach bin ich in der Lage, durch einfachen Farbauftrag zu vermitteln, dass es sich um einen schönen, knackigen, reifen Apfel handelt. Dieser Apfel hat ungefähr dieselben Values. Die Values sind allerdings falsch gesetzt. Es gibt keine Räumlichkeit. Der Anteil stimmt zwar, aber auch wenn ich die richtigen Farbe draufsetze, entsteht eher der Eindruck eines Abziehbildes, wie wir das vorhin hatten, oder eines merkwürdigen Kunstobjekts, oder irgendetwas, aber kein Apfel. Ihr seht also, dass die Verteilung der Values extrem wichtig ist und euch extrem helfen, Objekte glaubhaft darzustellen. Ich könnte theoretisch, wenn die Values richtig sind, meine Farben dergestalt verändern mit Steuerung U, um Farbton und Sättigung zu verändern, dass ich beispielsweise einen grünen Apfel herbeizaubern kann, einfach nur, indem ich den Regler ein bisschen verschiebe, es aber immer noch relativ glaubhaft bleibt, dadurch, dass die Values einfach stimmen. Ich habe einen saftigen, räumlichen, glänzenden Apfel mit wenig Highlights, mit relativ viel Mittelton und auch mit wenig Schatten erzeugt, die an der richtigen Stelle sitzen. Auch Fantasietöne sind glaubhaft, vermitteln den Eindruck eines merkwürdigen Fantasy-Apfels beispielsweise. Dennoch ist es so, dass es wirklich abnehmbar ist, dass die Leute denken, hey, es könnte irgendwas sein, was ich nehmen kann, was ich vielleicht sogar essen kann. In dem Spiel wäre es vielleicht sogar so, dass es eine magische Funktion erfüllt. Dieses wäre zwar auch interessant, erfüllt aber nicht dieselbe Funktion oder erreicht nicht das Ziel, was ich mit dem anderen Apfel erreicht habe. Values sind eine trickreiche Kiste. Aus einfachem Grunde. Das menschliche Auge lässt sich leicht überlisten. Es gibt dieses berühmte Beispiel, um Kunststudenten zu sagen, hey, unterscheiden wir mal bitte die Values. Wie viel gibt's denn hier in diesem Bild? Es ist einfach ein Schachbrett mit, naja, mit einer Pappe oder sowas oder irgendwas anderes, was irgendeine Art Schatten wirft. Und auch die Frage an euch, wie sieht's aus mit den Values? Was ist denn hier besonders an dem Bild? Habt ihr es rausgefunden? Nicht nachgoogeln. Einfach selbst mal schauen. Der Trick ist, dass wenige Values so tun, als wären sie unterschiedlich. Um euch das wirklich mathematisch zu beweisen, würde ich das sogenannte Infofenster auswählen. Das erreiche ich auch hier über den Farbpicker. Oder indem ich einfach F8 drücke. Dieses Infofenster verrät mir mathematisch genau, wie eine Farbe zusammengebaut ist, wie viel Rot-Grün-Blau-Anteile bzw. wie viel Cyan, Magenta, Yellow und Tiefenanteile drin vorhanden sind, wie groß etwas sein kann und wo sich mein Cursor auf der X- und Y-Position befindet. Natürlich sagst du noch, wie groß mein Dokument ist und wie viel Arbeitsspeicher dadurch aufgefressen wird. Dieses Graukästchen
hat ca. 26% Cyan, 20% Magenta, 19% Yellow und 0% Schwarz. Hier sind es 55 bzw. 56, 43 und 9%. Ich bin mir sicher, dass durch die Andeutung dieses Schattens ihr davon ausgegangen seid, dass sich mehr Grautöne hier befinden. Denn wenn ich nochmal genau nachsehe, ist es nämlich so, dass dieses Graukästchen, bleiben wir mal bei dem Cyanwert, bei 56% liegt und es in einem Kästchen näht, was genau denselben Grauton hat. Die Grautöne verändern sich nicht. Ich bin praktisch einer optischen Illusion unterlegen, dass ich hier eine dunklere Fläche habe, die anders aussehen muss als die hier. Einfach nur, weil ich diese Schattenform suggeriert habe. Ihr seht, wir können Bilder leider mathematisch nicht korrekt aufbauen. Es gibt keine mathematische Regel, die besagt, wie Values wirken. Man muss Values also immer wieder im Zusammenhang sehen mit ihrer Umgebung und mit allen Kontrasten, die sie beeinflussen. Das bedeutet, dass Objekte falsche Values haben können, ihr aber glaubhaft durch Malen, durch Andeuten von Lichtquellen, durch Andeuten von Schatten, die es aufgrund der Physik oder aufgrund der mathematischen Nachvollziehbarkeit gar nicht geben könnte, aber glaubhaft vermitteln, dass ein Objekt so ist, wie es ist. Ich habe dieses kleine, etwas verwirrende Beispiel hier aufgegriffen, einfach nur um darzulegen, dass es keinen Königsweg gibt, um Values so zu gestalten, dass sie auch wirklich 100% nachvollziehbar sind. Values sind dazu da, um Bilder glaubhaft zu machen. Egal, was für einen Weg ihr wählt. Ob ihr jetzt sagt, hey, ich habe das 100% von einem Foto abgemalt oder ich habe das nach meiner Fantasie so gestaltet, dass meine Idee glaubhaft rüberkommt. Das heißt, es gibt unsichtbare Schattenquellen, es gibt unsichtbare Lichtquellen. Verzweifelt nicht, wenn ihr versucht, in der Natur etwas zu finden oder nachzubilden, was eurem Bild entspricht und ihr es nicht findet. Wenn ihr es glaubhaft übermitteln könnt, dann ist euer Bild korrekt. Das Bild ist korrekt, wenn ihr sagt, dass es korrekt ist. Es gibt aber verschiedene Wege, dahin zu gehen. Ich möchte noch ein weiteres Beispiel aufbringen, wie Values effektivst und meisterlich angewendet werden. Was wir hier sehen, ist das berühmte Bild, wo viele Leute denken, es wäre von Rembrandt. Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass wahrscheinlich ein Schüler oder ein Bekannter aus seiner Werkstatt es gemalt hat, aber nicht Rembrandt selbst. Sagen wir mal, es ist von Rembrandt, der Mann mit dem Goldhelm. Ein Meisterwerk, was das Setzen und Benutzen der Verteilung von Values betrifft, wenn man das mal so neudeutsch sagen kann. Was die Verteilung der Values betrifft, ist es so, dass Rembrandt, wie viele Künstler seiner Zeit oder viele altmeisterliche Maler, ein ungefähres Maß an bestimmten Verteilungen gewählt haben. Der kleinste Teil sind die Helligkeiten. Der darauffolgende Teil ist der Mittelton und der mit Abstand am größten, ich wähle jetzt wirklich eine sehr große schwarze Farbe aus, upsala, mit großem Abstand sind Dunkelheiten. Natürlich wirken meine Bilder daraufhin sehr düster und sehr tragend, was ich aber dadurch erreiche, wenn ich wirklich Helligkeiten geschickt einsetze, ist eine unglaubliche Räumlichkeit, eine unglaubliche Wichtigkeit, wenn ich Objekte betonen möchte. Es ist so, dass, wenn ich im dunklen Mitteltonbereich bleibe, natürlich in Gefahr laufe, vielleicht Bereiche wegsuppen zu lassen, ich aber durch diese, sagen wir mal wirklich 80% Dunkelheit, dunkle Töne und der Rest, die 20% Helligkeiten, das Auge unglaublich gut lenken kann. Nur durch Values, ohne dass ich Formen jetzt hier berücksichtige in meiner Analyse. Man sagen kann, dass das Bild wirklich so eine Blickrichtung hat. Ich dadurch die ganze Fläche fülle. Wenn meine Values so perfekt gesetzt sind, ist es auch kein Wunder, dass wenn ich durch wenig Farbe einen unglaublich plastischen, ja, noch wirklich tiefschürfenden Eindruck erzeuge. Farbigkeit ist bei diesem Bild, wenn die Values richtig gesetzt sind, absolutes Nebenthema. Die Bedeutung und das Volume, die Bedeutung von gut gesetzten Values ist außerordentlich wichtig und außerordentlich, essentiell für euer Bild.
Farbigkeit spielt in den meisten Momenten einfach nur eine Nebenrolle. Natürlich ist die Gefühlsstärke und ja, auch vielleicht ist irgendwie die suggestive Kraft von Farben höher als korrekt gesetzte Values. Es ist aber so, dass ich einfach vermitteln möchte, dass ihr extrem viel Zeit und extrem viel Sorgfalt darin verwenden solltet, eure Values in eurem Bild korrekt zu bestimmen und meinetwegen auch digital zu verbessern, indem ihr nachher Tonwertkorrekturen durchführt oder in Photoshop den Kontrast so hoch setzt, dass euer Bild einfach funktioniert. Was heißt das für euch praktisch? Wenn ihr ein neues Dokument anlegt, egal wie groß, solltet ihr vielleicht immer darauf achten, dass ihr nicht auf einem weißen Blatt arbeitet. Ihr könnt nachher, wenn ihr diesen strahlenden Effekt erzielen wollt, einfach euer Bild ausschneiden, auf einen weißen Hintergrund setzen und danach vielleicht Farben korrigieren. Weiße Flächen sind äußerst ungünstig zu arbeiten. Es ist immer gut, eine Grundstimmung oder einen Grundmittelton einfach mittels eines entweder hellgrauen oder dunkelgrauen Grautons zu erzeugen, auf dem ich arbeiten kann. Auf diese Weise haben Sachen, die ich male, automatisch schon ein gewisses Volumen, weil sie nicht nur durch eine Kontur begrenzt sind, sondern diese graue Füllung haben. Ich kann einfach nur durch suggerieren oder andeuten auf Deutsch, von wenigen hellen und dunklen Flächen andeuten, dass es sich vielleicht um ein Metallstück oder Teil einer Rüstung handelt, was mir auf weißem Hintergrund wesentlich schwerer gefallen wäre, da mein Objekt kein Volumen, keine Graufläche hat. Wenn ihr ein Bild paintet, in Photoshop, digital mit Values arbeitet, legt euch eine Scale direkt auf euer Bild mit den zu erwartenden Values an. Das ist hier natürlich ein bisschen extrem groß. Macht euch 4 bis 5 Grauwerte bzw. Weißwerte, die ihr hauptsächlich in eurem Bild benutzt. Wählt immer mittels Color Picker, Alt-Taste, den Ton, wenn ihr Objekte malt und ausfüllt. Selbst wenn ihr euer Bild anfangs nur mit Strichen zeichnet, wählt einen Grauton, der nicht absolute Schwarz ist. Absolute Schwarz ist ein Value, der äußerst selten vorkommt in Bildern. Absolute Dunkelheit herrscht einfach mal sehr selten. Immer sind irgendwo ein paar Lichtphotonen, sondern eher wahrscheinlich einen etwas helleren. Egal, was ihr dann zeichnet. Könnt ihr dann immer besser ausfüllen, als wenn ihr einen komplett Schwarzton hättet. Es ist gut, euer Bild mit diesen Farbtönen aufzubauen. Natürlich wird dann euer Bild etwas langweilig aussehen, weil ihr einfach nur sehr wenige Farbuntergliederungen habt. Wenn ihr diesen strengen Rhythmus aber folgt, könnt ihr sicher sein, dass euer Volumen einfach stimmt und in einem zweiten Durchlauf sei es euch durchaus gestattet, Verläufe abzuschwächen, es glaubhafter darzustellen, hellere Bereiche auch einzufügen, auch wiederum mit Übergängen. Macht es aber nicht in dem ersten Schritt. Es ist einfach Zeitverschwendung. Es geht darum, wirklich ein Volumen zu etablieren und zu sagen, dem Bild meine Grammatik zu geben. Danach kann ich später immer noch schöne Adjektive einfügen, in Form von bestimmten Values oder bestimmten Übergängen. Während des Verlaufs des Paintens werdet ihr vielleicht feststellen, dass euer Bild eventuell ein bisschen matt aussieht. Da wir digital arbeiten, ist es so, dass nachträgliche Verbesserungen kein Problem darstellen. Photoshop bietet Korrekturen an, die findet man unter Bild, Korrekturen. Was ich jetzt hier verbessern möchte, sind meine Tonwerte, meine Values. Shortcut wäre STRG L. Was Photoshop mir hier zeigt, sind die Verteilung der verschiedenen Values. Ich sehe hier
meine schwarzen Bereiche, die sehr wenig vertreten sind, meine mittleren, die ausreichend vertreten sind und sehr wenig weiße Bereiche, angezeigt durch diesen Graphen. Der Tonwert Umfang ist die Gesamtanzahl aller sehr dunklen und aller sehr hellen Töne. Das bedeutet, wenn ich Photoshop sage, hey, ich möchte, dass sehr dunkle Töne gar nicht erst vorhanden sind in meinem Bild, kann ich diese beschneiden. Das macht jetzt natürlich nur für die aktive Ebene, nicht wundern. Ich kann das andere mal kurz ausstellen. Ihr seht, dass das Schwarz wegbeschnitten wird. Das Ganze funktioniert natürlich auch umgekehrt. Ich habe die Möglichkeit außerdem, die Gewichtung meines Bildes zu verschieben. Ich erzeuge damit eine Verschiebung des Mitteltons, helle Bereiche wegblenden zu lassen bzw. dunkle Bereiche zu verstärken. Auch kann ich dunkle Bereiche mehr in den Mitteltonbereich rücken und helle Bereiche auch wiederum in das Mitteltonspektrum rücken lassen. Es ist so, dass Korrekturen mit der Tonwertkorrektur oftmals sehr stark und auch oftmals sehr künstlich aussehen. Tonwertkorrekturen können angewandt werden, aber sehr dezent. Meistens ist es so, dass Bilder einfach flach wirken, weil wir zu viel mit Grautönen rumgemanscht haben und uns nicht an unser 4- oder 5-Value-Spektrum gehalten haben. Es reicht in den allermeisten Fällen tatsächlich, den dunklen Flächen mehr Kraft zu geben, um eine erhöhte Räumlichkeit zu erzeugen. Durch dieses etwas dunklere Spektrum bin ich später wiederum in der Lage, durch Weißzugabe mehr Räumlichkeit in meine Objekte einfließen zu lassen. Falls mir das dennoch immer noch zu flach sein sollte, bietet mir die Tonwertkorrektur eine drastische Maßnahme, um Ordnung und Brillanz in meine Bilder zu kriegen, auch wiederum mit der Gefahr, dass es künstlich und verzerrt aussieht. Ich kann Photoshop dazu bringen, Bereiche gewaltvoll zu weißen oder schwarzen oder mitteltonigen Werten zu verwandeln, indem ich einfach hier auf diese Pipette klicke und Photoshop sage, ich möchte, dass dieses Highlight wirklich 100% weiß ist. Was es dann auch macht, das wirkt relativ natürlich. Klicke ich allerdings in einen etwas dunkleren Bereich und sage, ich möchte, dass es weiß ist, verfärbt sich oder beziehungsweise verändert sich der Tonwert so krass, dass es irgendwie schon eher wie, keine Ahnung, was Leuchtendes aussieht, anstatt irgendwie Volumen zu geben. Steuerung Z. Macht, dass ich einen Schritt zurückgehe und ich wieder in den Urzustand komme. Oder ich drücke Abbrechen und alles ist wieder im Urzustand. Das Ganze funktioniert natürlich auch mit dunklen Bereichen. Auch hier ist es so, dass ich aufpassen muss, nicht einen hellen Bereich in etwas Dunkles zu verwandeln, weil es dann eher wie eine Schwarz-Weiß-Zeichnung aussieht. Was ihr einfach mitnehmen solltet aus diesem Kapitel, ist, dass Values extrem wichtig sind und ihr mindestens die Hälfte eures Malens darauf verbringen solltet, die Values so korrekt wie möglich zu halten, dass A, einerseits die Kontraste innerhalb des Bildes funktionieren, lasst euch nicht durch Mathematik oder Kontrasttheorien durcheinander bringen, ihr wollt einen Eindruck vermitteln und nicht mathematisch nachvollziehbar sein, und B, ihr Texturen oder Greifbarkeiten einfach schon durch Values erzeugen könnt und Farben leider wirklich in der digitalen Welt die zweite Geige spielen, um Bilder glaubhaft räumlich darzustellen. Im nächsten Kapitel geht es um Shapes. Shapes sind also die Formen, die mit Values gefüllt werden, die wiederum interagieren. Auch hier kommt bestimmt wieder der Hellmann zum Einsatz. Allerdings ist Values der erste Schritt, um wirklich erfolgreich Digital Painting zu betreiben.